Schorsch, Leute, willkommen zum Schorsch, zum Sonntag. Es ist mal wieder soweit, ich habe ein bisschen was auf meiner Liste, wo ich mal erzählen sollte. Wundert euch, by the way, nicht, dass ich so aussehe, als ob ich hier voll einen auf die Fresse gekriegt habe. Habe ich nämlich nicht. Ist einfach ein bisschen, ja, mit der Hitze hier oben in der Dachgeschosswohnung ist nicht unbedingt allzu easy, sagen wir mal so. Und denn, wenn man mal 24 Stunden tatsächlich nicht schwitzt, sagt einem die Haut so, Alter, ich bin trocken, do something. Und ja, an manchen Stellen ist es halt, sieht es halt echt ein bisschen aus, als hätte man mir eine verpasst. Aber gut, ist ja nicht wichtig. Heute geht es sogar tatsächlich. Allerdings habe ich auch heute kaum Zeit, leider irgendwas zu machen, weil ich gleich noch los muss und gleich weg bin und hast du nicht gesehen. Aber das ändert nichts an Dingen, die ich trotzdem mal ansprechen muss, ansprechen möchte. Zum einen, eine Sache, die ich jetzt schon mal ankündigen möchte, ist nämlich für jetzt Samstag ein ziemlich besonderer Stream, wo ich nämlich so, haltet eure Pferde fest, es ist ein Reaction-Stream, sorry schon mal dafür, aber das wird mehr so ein Reaction-Stream auf meine ganz alten Videos. Also wir gehen so meinen alten Kanal durch, wir gehen so meine allerersten Videos durch, die ich gemacht habe damals, also damit war ich meine Kingdom Hearts Videos, die ich bearbeitet habe, ne? Und werde euch da mal so ein bisschen Hintergrundinfos auch geben. Also ich mache so quasi den Audiokommentar auf DVDs, den sich keiner antut, weil niemand möchte, dass einem irgendwer in den Film labert. Also das kommt jetzt Samstag, zeitweise noch nicht ganz genau, ich schätze mal so gegen Nachmittag, so wie immer. Nur damit ihr das schon mal wisst, ich wollte das eigentlich als Subgoal machen, aber ich habe mir jetzt gedacht, gut, machen wir einfach so, weil einfach mal raushauen, einfach mal tun. Von daher machen wir das jetzt einfach mal. Dann zweitens, und dafür erstmal vielen Dank wieder an unsere Patreons, ganz natürlich, das möchte ich ja natürlich jetzt nicht vergessen hier, euch vielen Dank für euren Support, dazu kommen wir aber auch noch später. Nämlich die Tatsache, 12-Stunden-Stream gab es jetzt diesen Monat nicht. Es lag damit zusammen, dass es fucking warm war. Und ich ehrlich gesagt es nicht ganz gut schaffen würde, hier 12 Stunden lang die ganze Zeit vorm Stream zu sitzen. Werde ich mir aber alles merken, es wird alles nicht, das geht alles nicht verloren, versprochen. Aber wie gesagt, wir hatten jetzt, okay, gestern hätte ich machen können, aber man weiß ja immer nicht, wann das Wetter mal runtergeht. Wir hatten die gesamte letzte Woche fast konstant über 30 Grad und selbst in der Nacht hatten wir schon noch 25 Grad manchmal. Also, war nicht unbedingt schön. Jetzt gestern war natürlich, wusste ich natürlich dementsprechend auch nicht, aber gut. Ich vertraue dem Wetterbericht sowieso nicht mehr. Der sagt Regen, was kriege ich? 90 Grad. Also von daher ist immer so ein bisschen tricky, was das angeht. Dann, was jetzt viel wichtiger ist und wo ich viel eher jetzt mal ansprechen muss, ich werde jetzt wahrscheinlich wieder anfangen, auf Jobsuche zu gehen, weil, und das ist eigentlich, da werde ich auch nicht großartig dran ansprechen, weil ich weiß ganz genau, wenn ich das jetzt groß anspreche, dann würde ich unterbewusst Leute damit irgendwo beeinflussen und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass Leute in Streams und generell hier auch auf YouTube Dinge tun aus freien Stücken und nicht, weil ich es ihnen irgendwie sage oder so. So, das möchte ich auch so. Weil Fakt ist, ja, ich möchte mal einfach nur sagen, es wird bei mir ein bisschen knapp, langsam aber sicher. Und deswegen muss ich jetzt mal wieder auf Jobsuche gehen und werde mal schauen, wie ich da irgendwas finde, was ich da finde und ja. Wie gesagt, ich möchte da jetzt nicht allzu groß ins Detail gehen, ist auch nicht wichtig, ist mein Problem, ehrlich gesagt, also von daher muss ich da ja gucken, wie ich damit klarkomme. Was ich machen will, habe ich keine Ahnung, noch nicht. Ich meine, der Delik hat hier in Hamburg seinen Sitz, ich meine, die waren einmal bei mir im Stream, vielleicht brauchen sie irgendwen, der deren Kaffee hält oder sowas, ich weiß auch nicht, so ein lebendiger Kaffeehalter oder sowas, ich weiß es auch nicht, vielleicht irgend sowas. Ich habe keine Ahnung. Ich habe absolut null Plan, was ich denn machen soll. Mann. Ich muss da mal echt gucken jetzt langsam. Weil sonst habe ich hier bald ganz andere Probleme. Und ja, wie gesagt, ich will euch damit gar nicht belangen. Ist gar nicht wichtig. Von daher, ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl, je mehr ich da darüber reden würde, desto mehr würde ich Leute darüber beeinflussen. Und das möchte ich nicht. Weil gerade jetzt merke ich dann auch langsam wieder, je mehr ich versuche, YouTube und Twitch so als meinen Job anzusehen, desto weniger Spaß macht es mir.
Und dann denke ich mir so, das willst du nicht. Deswegen habe ich jetzt auch letzte Woche so gut wie nicht gestreamt. Also sehr wenig, sagen wir es mal so. Es lag auch mit unter anderem an der Wärme. Also es ist ein bisschen teils und teils gewesen. Aber ja, wie gesagt, ist halt ein bisschen tricky gewesen für mich. Und ich möchte es halt weiterhin machen, weil es mir Spaß macht, weil es euch Spaß macht irgendwo. Und nicht, weil es irgendwo meine Rechnung bezahlen soll am Ende des Tages. Von daher, ich werde mich jetzt wahrscheinlich wieder auf die Suche machen und mal schauen, wohin der Weg mich führt. Sollte es ganz eng werden, weiß ich ganz genau, ich kann jederzeit in Einzelhandel zurück, obwohl ich das überhaupt nicht will. Aber meine Güte, es würde meine Rechnung bezahlen. Also von daher, sag ich mal so, wenn es wirklich so weit geht, dass ich sag so, nächste Woche Wasser und Brot, ne? Ich würde von heute auf morgen ja im Einzelhandel was finden. Ich habe 3 Jahre Berufserfahrung schon, ich habe eine vollständige Ausbildung. Also ich bin, was das angeht, bin ich zugänglich. Es wird nicht schwer, da was zu finden für mich, so viel sei mal gesagt. Aber ich will es halt nicht, weil ich weiß, wie ich im Einzelhandel war, ich weiß, wie ich da, wie das Ganze da läuft und ich möchte das nicht. Diese Routine, das ist dann etwas, wo ich wieder wahnsinnig werden würde und das will ich nicht. Deswegen habe ich auch vom Arbeitsamt gesagt, wisst ihr was, leckt mich doch einfach. Ich mache das alleine, ich kriege das schon hin, irgendwie. Spoiler, I did not. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich das ja noch irgendwie anders hin. Und dann jetzt der letzte Punkt, der mir jetzt so einfällt, bevor ich jetzt wieder hoffentlich nichts vergessen habe. Ich habe den Stream angekündigt, ich habe das angesprochen. Ja, genau. Das letzte, was ich jetzt meinte, was euch vielleicht aufgefallen ist, ich lade nicht mehr jeden Stream im Grunde hoch. Und ihr müsst aber auch nicht immer fragen, lade ich alles hoch, weil an sich Twitch speichert alles. Und ich verstecke das hinter keiner Paywall. Also wenn ihr da wirklich Streams nachgucken wollt, die ich nicht hochlade, dann könnt ihr die jederzeit auf Twitch nachgucken. Von daher, das ist absolut kein Problem. Denn, was ich jetzt mir angewöhnt habe in letzter Zeit, ich habe mir jetzt schon so die ersten paar Tutorials für Premiere, Adobe Premiere angeguckt und habe damit schon so meine ersten beiden Highlight-Compilations gemacht, wo auch sehr gut bei euch ankamen, wo ich sagen muss. Das merkt man denn immer, wenn auf einmal so ein Video gefühlt mehr Aufmerksamkeit bekommt als 3 andere zusammen. Kann ich aber auch verstehen. Ich meine, man hat nicht immer die Zeit, sich so über eine Stunde an Videomaterial anzugucken. Von daher kann ich durchaus verstehen, dass diese Sachen sehr gut ankommen. Und es macht mir auch persönlich Spaß, die wieder so zu bearbeiten, wie ich es schon mal gemacht habe. Deswegen, das Problem ist, was ich vorher hatte, ich habe immer Magix benutzt. Ich mache jetzt auch das hier gerade mit Premiere, also von daher, ne? Ich habe damals immer Magix benutzt und Magix hatte mit meinen Streamaufnahmen gehörige Probleme. Es hat immer ewig lang gedauert, die Dings wiederzugeben. Also wenn ich das quasi in Magix eingefügt habe und dann gesehen habe, okay, da ist mein Stream jetzt, da will ich schneiden, aber dann will ich mal gucken, wie klingt denn das, wie sieht denn das aus, dann dauert das ewig, bis der das mal abspielt und dann wieder stoppt. Und da ist auch kein Bock, sowas zu bearbeiten, zumal Magix auch andauernd abgestürzt ist irgendwann. Also habe ich mir gesagt, gut, dann lernst du jetzt mal Premiere. Ich will auch noch After Effects lernen, also von daher, wenn ich das noch drauf habe, dann bin ich da auch noch gut bei. Dann kann ich das noch kombinieren, können wir noch mal ein bisschen die Qualität noch mal ein bisschen hochsetzen. Von daher, was ich jetzt sagen wollte, was ich jetzt hier auf diesem YouTube-Kanal an Content quasi machen werde, Highlight-Intro, also Highlight-Compilations von Streams. Sprich, ich werde noch eine von Sonic Heroes machen. 1 oder 2, muss ich mal gucken, je nachdem, wie viel ich da finde. Dann das Nioh-Ding, das möchte ich auch weitermachen, weil Nioh ist ein tolles Spiel. Das möchte ich auch unbedingt weiter streamen. Aber wie gesagt, letzte Woche war halt ein bisschen tricky, was das angeht. Und ich werde jetzt mal zusehen, dass ich da wieder ein bisschen auf den Dampfer komme und mal wieder ein bisschen mehr mache. Soll ja nächste Woche auch wieder kleines bisschen runtergehen, immer noch an die 30 Grad, aber mal gut. Vielleicht kann man ja tatsächlich mal wieder mehr streamen. Ich will es auf jeden Fall in Angriff nehmen. Und Nioh ist dann so eine Sache, wo unglaublich Spaß macht, als Compilation hochzuladen. Einfach weil man sich da mal entfalten kann. Weil ich da einiges machen kann. Und das war unglaublich witzig, das zu bearbeiten. Das ging an sich sogar schnell. Weil mit Premiere komme ich jetzt mittlerweile schon ganz okay klar, muss ich sagen.
Aber ich muss mir trotzdem noch so ein paar Tutorials mal angucken, um so erweitertes Wissen quasi zu lernen, damit es vielleicht nochmal ein bisschen noch schneller und noch besser aussehend. Aber ja, wie gesagt, schaut euch die mal an, falls ihr das noch nicht habt. Sowas kommt nämlich in nächster Zeit öfter. Dann, was ich machen möchte, so Random-Videos, sprich, sei es irgendwie, dass ich mich nur mal hinsetze und irgendwie eine Story erzähle, während im Hintergrund irgendwie Overwatch-Content läuft oder so. Sowas zum Beispiel. Oder, ich habe noch ganz andere blöde Ideen. Das sind so Videos, die möchte ich am Rande einfach mal machen, wo sie einfach blödsinnig sind und kaum Sinn haben. Und natürlich einige Streams werde ich noch komplett hochladen. Das sind dann solche Streams wie zum Beispiel Legend of Dragoon, weil einfach das als volles Programm, also als volles Dings, kommt mir irgendwie dann noch besser. Also von daher, es wird so jetzt so eine Mischung in Zukunft geben aus den vollen Streams, also den vollen Streams von Full Content, wo ein Video mal eine Stunde ist, klar, wird es weiterhin geben. Es wird die Highlight Compilations geben, Random Videos und natürlich der Show zum Sonntag wird auch dann und wann mal, wie gesagt, fortgeführt. Also, na, was heißt hier fortgeführt? Kommt eigentlich mal dann, wenn ich mal was zu sagen habe, wenn ich was zum Ankündigen habe, was etwas größer ist, so wie heute. Und, ja, das sind halt so Sachen, wo man sich mal ein bisschen ändern muss, ne? Tut man halt mal ein bisschen was Neues. Ein bisschen frische Luft reinbringen, mal Fenster aufreißen, merken, es ist draußen zu warm. Und ihr denkt, ja geil, deswegen hast du jetzt Fenster aufgemacht. Wunderbar. Ja, und zu guter Letzt, was ist jetzt diese Woche noch passiert? Ach ja, Wrecking Ball ist rausgekommen. Und dieser kleine Fellbeil in Overwatch macht so viel Spaß, das ist nicht mehr feierlich. Also ich bin jetzt schon die letzten Tage, ich habe es ja Freitag gestreamt, wie ich ihn das erste Mal ausgepackt habe. Und der macht super viel Spaß. Das ist unglaublich. Er ist tricky zu spielen, aber macht so viel Spaß einfach, wenn du ihn denn kannst. Also, ich muss sagen, seit den letzten Helden ist Wrecking Ball, sprich Hammond, einfach mal einer der Helden, wo einfach nur Spaß macht. Du kannst einfach mit ihm durch die Gegend fetzen und Chaos stiften, das macht Spaß. Das ist einfach witzig. Aber ich bin trotzdem weiter in Moira Main, weil Moira ist dann trotzdem irgendwo noch effektiver, zumal, ja, sagen wir mal so, DPS brauchst du meistens nicht, das übernimmt die Community an sich schon und am Ende wirst du trotzdem von der Moira geoutdamaged, die weiß, wie sie ihren Job macht. So ist das nämlich. Und natürlich Heiler, zumal Mercy wird immer weiter in den Boden gestampft, so nach dem Motto, ja, wir wollen nicht, dass die aber ihren Heiler-Job macht, die kann doch so viel anderes, so wie keinen Schaden machen und fliegen. Und alle Schaltjahre mal eine Person wiederbeleben. Und fliegen. Und keinen Schaden drücken. Genau, das macht sie nämlich. Das ist so meine Sicht von Wrecking Ball. Er macht Spaß und das ist, ja, ich werde ihn wahrscheinlich demnächst noch weiterspielen, weil es einfach fun ist. Aber gut, das war's denn soweit jetzt. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Sonntag, eine schöne Woche. Und nicht vergessen, Samstag, großer Reaction-Review-Stream von meinem ganz alten Stuff. Bis dahin noch mehr Streams in der Woche und ja, eine schöne Woche noch, einen schönen Sonntag und stand proud. See you later.